Also ich bedanke mich erstmal für die Einladung und ich möchte noch vorwegschicken, dass ich nicht zur Gruppe Krisis gehöre. Da hat eine Spaltung stattgefunden 2004. Das hat unter anderem auch was mit der vertretenen Wertabspaltungskritik bzw. Wertabspaltung als Formzusammenhang des Kapitalismus zu tun, wo ich sage, dass eben diese Krisisgruppe und die herkömmliche Wertkritik androzentrisch verfährt. Und diese Spaltung hat auch etwas mit männerbündischen Strukturen gehabt, zu tun gehabt und mit entsprechenden Konkurrenzen. Ich möchte das jetzt hier aber nicht weiter ausführen. Ich wollte es bloß mal gesagt haben. Und ich gehe jetzt zu meinem eigentlichen Vortrag über. Also ich spreche über Feminismus, Ökonomie und Care. Und da ist eben zu sagen, dass nach einer langen Phase des Dekonstruktivismus, der vor allem in den 90ern die feministische Theoriebildung dominierte, sich seit dem Krisenschub in der zweiten Hälfte der 2000er Jahre Ökonomiekritik wieder breiter macht und an Fahrt gewonnen hat. Dabei stehen private und professionell erbrachte Care-Tätigkeiten heute wieder im Zentrum feministischer Beschäftigung. In dem Vortrag werden einige dieser Care-Konzepte kritisiert. Es wird dafür plädiert, die Abspaltung des Weiblichen vom Wert, Mehrwert, als dem prozessierenden Widerspruch vorausgesetzten und mit ihm dialektisch verschränkten Basiszusammenhang zu betrachten, der schließlich zum Verfall des kapitalistisch-patriarchalen Systems führt. Das heißt, die Abspaltung kann einerseits nicht als vom Wert-Mehrwert abgeleiteter Nebenwiderspruch abgetan werden, wie es orthodoxe Marxistinnen und Wertkritikerinnen gerne hätten. Andererseits kann Care aber auch kein Ausgangspunkt für Utopien sein. Ich gehe dabei davon aus, dass nicht bloß der Wert als automatisches Subjekt totalitätskonstituierend ist, sondern es muss gleichermaßen dem Umstand in Anführungsstrichen Rechnung getragen werden, dass im Kapitalismus auch Reproduktionstätigkeiten anfallen, die vor allem von Frauen getragen werden. Damit meint Wertabspaltung, dass im Kern als weiblich bestimmte Reproduktionstätigkeiten, aber auch damit verbundene Gefühle, Eigenschaften, Haltungen, Emotionalität, Sinnlichkeit, Fürsorgetätigkeit und Ähnliches eben vom Wert-Mehrwert abgespalten sind. Die weiblichen Reproduktionstätigkeiten im Kapitalismus haben so einen anderen Charakter als die abstrakte Arbeit. Deshalb können sie auch nicht umstandslos unter diesem Begriff subsumiert werden. Es handelt sich um eine Seite der kapitalistischen Gesellschaft, die durch das Marx'sche Begriffssystem nicht erfasst werden kann. Diese Seite ist mit dem Wert-Mehrwert zusammengesetzt, gehört notwendig zu ihm, andererseits befindet sie sich jedoch außerhalb davon und ist deswegen seine Voraussetzung. Wert und Abspaltung stehen so in einem dialektischen Verhältnis zueinander. Das eine kann nicht aus dem anderen abgeleitet werden, sondern beide gehen auseinander hervor. Insofern kann die Wertabspaltung auch als Metalogik begriffen werden, die die warenförmigen Binnenkategorien übergreift. Die Kategorien der politischen Ökonomie reichen jedoch auch noch in anderer Hinsicht nicht aus. Die Wertabspaltung muss auch als ein spezifisches soziopsychisches Verhältnis gefasst werden. Bestimmte minder bewertete Eigenschaften, Sinnlichkeit, Emotionalität, Charakterschwäche und Ähnliches, werden der Frau zugeschrieben und vom männlichen Subjekt abgespalten. Derartige geschlechtsspezifische Zuschreibungen charakterisieren wesentlich die symbolische Ordnung des kapitalistischen Patriarchats. Es gilt somit beim kapitalistischen Geschlechterverhältnis
über das Moment der materiellen Reproduktion hinaus sowohl die sozialpsychologische als auch die kulturell-symbolische Dimension zu berücksichtigen. Gerade auf diesen Ebenen erweist sich das kapitalistische Patriarchat als gesellschaftliches Ganzes. Die Wertkritik geht mit Marx nun davon aus, dass ein Widerspruch von Stoff, Gütern und Form Wert krisentheoretisch betrachtet letztendlich so etwas wie das Gesetz ist, das zu Reproduktionskrisen und zum Zerfall des Kapitalismus führt. Schematisch ausgedrückt wird die Wertmasse pro einzelnen Produkt immer kleiner. Die Folge ist ein Produktenreichtum, wobei die Wertmasse gesamtgesellschaftlich schmilzt. Entscheidend ist hierbei die Produktivkraftentwicklung, die wiederum eng mit der Ausbildung und Anwendung der Wissenschaft, besonders der Naturwissenschaft, zusammenhängt, im Kontext des kapitalistischen Gesamtzusammenhangs. Mit der mikroelektronischen Revolution und heute dem Kapitalismus 4.0 wird im Gegensatz zum Zeitalter des Fordismus, in dem die relative Mehrwertproduktion durch den zusätzlichen Bedarf an Arbeitskräften zur Mehrwertgewinnung kompensiert wurde, in dieser Phase wird nun zunehmend die abstrakte Arbeit obsolet. Es kommt zu einer Entwertung des Werts und einem Zusammenbruch des Wertverhältnisses, wobei Robert Kurz bereits 1986 geschrieben hat, dass man sich den Zusammenbruch, so Robert Kurz, nicht als einmaligen Akt vorstellen darf, obwohl plötzliche Einbrüche und Zusammenbrüche, zum Beispiel Bankenkrachs, Massenpleiten etc., durchaus Bestandteile dieses sein werden. Also nicht als einmaligen Zusammenbruch darf man sich das feststellen, sondern als einen historischen Prozess, eine ganze Epoche von vielleicht mehreren Jahrzehnten, in denen die kapitalistische Weltökonomie aus dem Strudel von Krise und Entwertungsprozessen, anschwellender Massenarbeitslosigkeit und so weiter nicht herauskommen kann. Heute nun ist längst deutlich geworden, dass nicht nur die eben durch diesen Prozess vermittelte Verunmöglichung der Erzielung von Rendite durch Mehrwertgewinnung zu einem Ausweichen auf die Spekulationsebene geführt hat, sondern die darin gipfelnde gesamte Dynamik tatsächlich zum Verfall des Kapitalismus führt. Entscheidend ist es nun jedoch, diese Struktur und Dynamik hinsichtlich der Wertabspaltungskritik zu modifizieren. Die Abspaltung ist nicht, wie es erscheinen könnte, eine statische Größe, während die Wertlogik das dynamische Moment darstellt, sondern sie ist in dialektischer Verwobenheit, diesen zugleich vorgelagert und ermöglicht diesen prozessierenden Widerspruch erst, weshalb auch von einer prozessierenden Wertabspaltungslogik ausgegangen werden muss. Die Abspaltung ist so an der Eliminierung lebendiger Arbeit zutiefst beteiligt. Dabei verändert sie sich in diesem Prozess auch selbst. Gerade in den Naturwissenschaften, deren Anwendung im Produktionsprozess die Produktivkraftentwicklung im kapitalistischen Patriarchat erst ausmacht, aber auch der Herausbildung der Arbeitswissenschaft, bei der die optimale Steigerung der Effizienz und rationalen Organisations des Produktionsprozesses im Mittelpunkt steht, also Stichwort Taylorismus, war eine Abspaltung des weiblichen und entsprechender Frauenbilder geradezu die stumme soziopsychische Voraussetzung ihrer Existenz, die auch auf der kulturell-symbolischen Ebene ihren Ausdruck findet. Frauen sind weniger rational, schlechter in Mathematik und Naturwissenschaften als Männer und Ähnliches.
aber nicht nur in naturwissenschaftlichen, philosophischen, theologischen und so weiter Diskursen seit der Neuzeit zeigt sich eine Abspaltung des Weiblichen. Vielmehr realisierte und materialisierte sich diese Zuordnung in der fadistischen Phase selbst durch eine Abspaltung des Weiblichen bedingt, indem nun der Mann zum Familienernährer und die Frau zur Hausfrau in der durchgesetzten Kleinfamilie zumindest dem Ideal nach wurden. Je mehr sich die gesellschaftlichen Verhältnisse versachlichten, desto mehr griff eine hierarchische Geschlechterdichotomie real. Voraussetzung der Produktivkraftentwicklung, die das kapitalistische Patriarchat mit seinem prozessierenden Widerspruch erst begründet und als solches deren Entwicklung selbst erst hervorbringt, als entscheidende Bedingung für die Produktion von relativem Mehrwert, und dass die Schere zwischen stofflichem Reichtum und Wertform schließlich immer mehr aufgeht, ist eine solche Art bestimmte Abspaltung des Weiblichen. Versachlichung und die Herausbildung hierarchischer Geschlechterverhältnisse bedingen sich so historisch prozessual gesehen und sind gerade kein Gegensatz. Eine solche Art bestimmte Abspaltung des Weiblichen als Voraussetzung der Produktivkraftentwicklung führte nun schlussendlich zur mikroelektronischen Revolution und dem Kapitalismus 4.0, die nicht nur die abstrakte Arbeit, sondern auch klassisch moderne Geschlechtsmuster und die Hausfrau ad absurdum führen. Die Ausweitung ehedem privat erbrachter Reproduktions-, Fürsorge- und Care-Tätigkeiten, die nun in den professionellen Bereich überführt werden, ist dabei ökonomisch gesehen ein Bestandteil der Krise. Als die Mehrwertmasse umverteilt werden müsste, um diese zu finanzieren. Es ist diese Möglichkeit vor dem Hintergrund des prozessierenden Widerspruchs und eines an seine Grenzen gekommenen Kapitalismus, das das gerade unmöglich macht. Es entsteht somit auch ein Reproduktionsdefizit, wenn Frauen derartige Tätigkeiten nicht mehr erledigen können, weil sie doppelt belastet sind. Professionell erbrachte Pflege- und Fürsorgetätigkeiten kommen dabei ebenso an ihre qualitativen Grenzen, da sie sich gegen Effizienzgesichtspunkte weitgehend sperren. Dabei können Frauen heute auch nicht mehr auf den Bereich festgelegt werden, auch wenn sie tatsächlich oft im Care-Bereich oder ähnlichen Dienstleistungen landen. Frauen sollen heute im Prinzip Arbeit jedweder Art annehmen, auch eine bislang männlich konnotierte, obwohl sie dabei faktisch noch immer für den Care-Bereich auch in der Privatsphäre zuständig sind. Die Abspaltung ist somit keineswegs verschwunden, was sich zum Beispiel auch in geringeren Verdienst- und Aufstiegsmöglichkeiten zeigt. Wenn die abstrakte Arbeit obsolet wird, kommt es andererseits jedoch auch zu Hausfrauisierungstendenzen bei Männern. Hausfrauisierung ist ein Begriff von Claudia von Werlhoff, den ich hier übernehme. Es kommt dann zu einer Verwilderung des Patriarchats, wenn die Institutionen Familie und Erwerbsarbeit bei zunehmenden Krisen und Verelendungstendenzen erodieren, ohne dass grundsätzliche patriarchale Strukturen und Hierarchien verschwunden wären. Heute sind Frauen zur Berufstätigkeit bestimmt, schon um des schieren Überlebens willen. Frauen sind es dabei auch in den Slums der sogenannten Dritten Welt, die Selbsthilfegruppen initiieren und zu Krisenverwalterinnen werden. Gleichzeitig sollen sie jedoch auch hierzulande in den Kommandohöhen von Wirtschaft und Politik Trümmerfrau-Funktionen vertreten, notfalls laut Quote, wenn der Karren in der fundamentalen Krise im Dreck steckt.
Also neuere rechte Tendenzen, die sich ja allenthalben in Europa breit machen. Ich denke, da ist es so, dass die sich dieses Frauenbild der Hausfrau und Mutter, dieses reaktionäre Frauenbild, dass die sich das schenken können. Weil ich glaube, dass dieser Prozess der Berufstätigkeit von Frauen, dass sie bessere Bildung haben, immer mehr besser gebildet sind und so weiter, dass der irreversibel ist. Es kann auch kein Zurück mehr zum Ernährermann in der Familie geben, wenn die abstrakte Arbeit zunehmend obsolet wird und prekär wird. Die Wertabspaltung als historisch dynamisches Grundprinzip, verbunden mit der auf ihr basierenden Produktivkraftentwicklung, untergräbt so ihr eigenes Fundament, die Reproduktionstätigkeiten in der Privatsphäre. Zentral ist dabei, um es noch einmal zu sagen, dass die Veränderungen im Geschlechterverhältnis aus den Mechanismen und Strukturen der Wertabspaltung in ihrer historisch-prozessuellen Dynamik selbst verstanden werden müssen und nicht allein vom Wert aus verstanden werden können. Vor diesem Hintergrund komme ich nun zu den regulationstheoretischen Überlegungen im Feminismus zur Care-Problematik. Also ich werde im Folgenden 4 Ansätze vorstellen, die in Deutschland diskutiert werden. Ich denke aber, was den Inhalt anbelangt, wird sich der von Diskussionen in anderen Ländern nicht sehr unterscheiden. Falls das doch der Fall ist, können wir ja dann in der Diskussion darauf eingehen und es kann mir jemand erzählen, was in Spanien diskutiert wird diesbezüglich. Viel Aufmerksamkeit in der heutigen Care-Debatte in der Bundesrepublik Deutschland hat zwar Gabriele Winker mit ihrem Konzept der Care-Revolution erhalten. Nachdem dieses Konzept allerdings marxologisch, eklektizistisch verfährt, aber im Prinzip auf dasselbe hinauskommt, wende ich mich hier theoretisch mehr ausgewiesenen und bestimmten Regulationsüberlegungen im Feminismus zu. Laut Silke Korus bieten regulationstheoretische Zugänge auch Raum für nicht wahnförmig verfasste Bereiche, die historisch spezifisch zueinander in Beziehung zu setzen sind. Dabei kommt es zu Kämpfen zwischen verschiedenen politischen Gruppen um die richtige Arbeits-, Lebens- und Reproduktionsweise. Ein entscheidender regulationstheoretischer Begriff ist dabei der des Akkumulationsregimes. Der Begriff des Akkumulationsregimes beschreibt, so Korus, die historisch regional verbundenen Modi und Methoden von Mehrwertgewinnung und Kapitalakkumulation. Der Begriff beschreibt die Art und Weise, wie Arbeitskraft im Produktionsprozess angewandt wird, die Verteilungsrelationen des gesellschaftlichen Wertes und die Formen des gesellschaftlichen Endverbrauchs und Konsums. Letzteres ist wesentlich bestimmt durch die Lebensweise der Lohnabhängigen und den Anteil am warenförmigen Konsum in den Einzelhaushalten. Soweit Korus. Regulationstheoretiker interessieren sich vor allem für den Übergang von einem Produktionsmodus zu einem anderen. Es geht also um die Ablösung eines Akkumulationsregimes durch ein neues. Konkret stand bei ihnen der Übergang vom Fordismus zum Postfordismus im Fokus. Korus kritisiert nun an regulationstheoretischen Ansätzen,
dass bei ihnen die Reproduktion nur unter dem Gesichtspunkt des Konsums berücksichtigt wird. Reproduktionsarbeiten umfassten jedoch nicht nur massenhaften Warenkonsum, sondern auch Reproduktionstätigkeiten, die vor allem als unbezahlte Hausarbeit verrichtet wurden. Und nicht zuletzt auch einen Sorge- und Care-Aspekt aufwiesen. Im Gegensatz zum Fordismus mit seinem Hausfrauenernährermodell sind Frauen im Post-Fordismus vermehrt in den Erwerbsarbeit, in den Erwerbsbereich integriert worden. Sie sind nicht mehr allein für die Familie zuständig. Der Fordismus zeichnet sich dabei durch ein Akkumulationsregime im Sinne der Mehrwertproduktion aus, das über die industrielle Massenproduktion vermittelt war. Dagegen verändere sich im Spätfordismus die Reproduktions- und die Produktionsweise auch durch den Einbezug der Frauen in die Erwerbsarbeit, in dessen Zuge ein starkes Wachstum im personenbezogenen, öffentlichen und privaten Dienstleistungssektor einsetzte. Dabei stellt Corus ebenso fest, dass Care-Dienstleistungen in vielen westlichen Ländern zunehmend durch sozialstaatliche Cash-Transfers an Personen in abhängigen Lebenslagen privatwirtschaftlich stattfinden. Richtig konstatiert sie dabei, dass hier Chancen der Mehrwertproduktion gering seien. Mit Marx gesprochen, Care-Dienstleistungen sind forfrei. Care-Dienstleistungen sind abgesehen davon, dass sich Reproduktionstätigkeiten nicht nach Effizienzgesichtspunkten erledigen lassen, also auch ein gewaltiges ökonomisches Problem. In regulationstheoretischen Modellen ist immer schon vorausgesetzt, dass sozusagen in einem Ineinandergreifen von Gramsci und Althusser Mann bzw. Frau sich in politischen Kräfteverhältnissen verorten muss, um zu Lösungen, also immanenten Lösungen, zu gelangen. Corus schreibt, Care-Arbeiten sind, egal in welcher Organisationsform, wichtige Voraussetzungen für Tausch und Produktion. Sie sind gesellschaftlich und ökonomisch zentrale Tätigkeiten, deren Qualität und Verfügbarkeit in Bedarfslagen einen wichtigen Einfluss auf die individuelle Lebensqualität und unter Umständen das Überleben haben. Dass die Prekarisierung der menschlichen Care-Sicherheit durch die Kommodifizierung von Care-Bedürfnissen und Care-Arbeit alle Menschen jenseits des Geschlechts betrifft, könnte auch eine für breitere Allianzen, Bündnisse und soziale Bewegungen auf dem Weg hin zu einer solchen sein, in der Sorge, Betreuung und Pflege von anderen mehr wertgeschätzt werden. In einer solchen Gesellschaft müsste das Recht auf Sorge, Betreuung und Pflege in Bedarfslagen mit einem universellen Recht darauf verbunden werden, diese Arbeit tun zu können, aber nicht unter allen Umständen tun zu müssen, und zwar unabhängig von Einkommen, Geschlecht, Nationalität, Herkunft, Begehren und Staatsbürgerinnenstatus. So Corus. Ein Verfall des kapitalistischen Patriarchats wird bei Corus jedoch ausgeblendet. Dabei sitzt der Sozialstaat selbst auf dem absteigenden Ast, der diese Tätigkeiten nach wie vor zu sponsern hätte. Das Entscheidende ist also nicht nur in regulationstheoretisch-feministischen Überlegungen, dass nicht mit einer inneren Schranke des Kapitalismus gerechnet wird und diese innere Schranke strukturell und historisch mit einer Abspaltung des Weiblichen im Hinblick auf Produktivkraftentwicklung, abstrakte Arbeit und relativen Mehrwert
und in diesem Zusammenhang auch der sukzessiven Herausbildung der Dienstleistungsgesellschaft und des Finanzmarktkapitalismus einhergeht, sondern dass partout politische und immanente Lösungsansätze gesucht werden, die zu einer Hypostasierung von Care letztlich ihre Grundlage haben. Im Grunde im Übergang des Spätfordismus, ja, zu welchem Akkumulationsregime eigentlich? 5 Minuten. 5. Only 5 minutes? Yeah, I'm sorry. Oh no, I think I can speak 45? No, sorry, it was 30. Try. But, or maybe 10. sorry. Ja. In diesem Kontext soll nun dem Geschlechterverhältnis nur als solches Raum in regulationstheoretischen Konzepten gegeben werden. Im Grunde genommen soll es bloß regulationstheoretisch eingemeindet und in gewissermaßen in Nischenform prägenden Charakter haben, ohne das regulationstheoretische Konzept selbst qualitativ zu verändern. So fragt Corus zwar nicht nur nach den Auswirkungen ökonomischer Prozesse auf die Geschlechterverhältnisse und den Reproduktionsbereich. Hallo? Hören Sie mich? Also ich weiß nicht, mir wurde gesagt, dass ich 45 Minuten sprechen kann. Well, take all the time you need. Okay. Yes, good. ja. Im Grunde genommen soll es bloß regulationstheoretisch eingemeindet werden und gewissermaßen in Nischenform prägenden Charakter haben, also das Geschlechterverhältnis, ohne das regulationstheoretische Konzept selbst qualitativ zu verändern. So fragt Corus zwar nicht nur nach den Auswirkungen ökonomischer Prozesse auf die Geschlechterverhältnisse und den Reproduktionsbereich, vielmehr untersucht sie auch, inwiefern historisch spezifische Geschlechterverhältnisse auf gesellschaftliche Organisationsformen von Ökonomie und auf ökonomische Entwicklungstendenzen Einfluss haben. Damit wird der Charakter der Wertabspaltung aber als solcher in ihrer dialektischen Verfasstheit verfehlt, die nicht in gegenseitigen Wechselwirkungen aufgeht. Als solche kann die Wertabspaltung als Basiszusammenhang im Sinne einer Metalogik bei Corus nicht gedacht werden. Corus schließt ihren Aufsatz mit den Worten: Eine solche Veränderung, also gemäß ihrer regulationstheoretischen Schlussfolgerungen in der Care-Dimension, ist ohne tiefgreifenden Wandel im hegemonialen Verständnis dessen, was als ökonomisch und gesellschaftlich relevant und wichtig verstanden wird, nicht zu haben. Somit spielt bei Corus die Bewertung von Care-Arbeit eine zentrale Rolle. Sabine Plons, und nun komme ich zum zweiten Konzept zu Care. Sabine Plons stellt nun die Ethikdimension in der feministischen Care-Dimension ins Zentrum. Zitat: Ein Grund für die Prominenz des Care-Begriffs ist wohl die ethische Relevanz des Themas, die aber kaum einmal explizit gemacht wird. Jedoch haben nicht nur zwischenmenschlich argumentierende Theorieansätze,
sondern auch sozioökonomische, eine ethische Dimension. Zitat Ende. Dabei geht es ja auch um Probleme von unter anderem Versorgungsfragen, der Geschlechterperspektive und von Bürgerrechten im Theoriezusammenhang. Die protestantische Theologin will also darauf hinaus. Faktisch geht es um die Orientierung am menschlichen Maß im Kontext ökonomischer Maßlosigkeit und vielstimmige Einsprüche gegen die zerstörerische Gefährdung von Arbeit und Leben. Mit der fundamentalen Ausrichtung am menschlichen Maß und der pragmatisch ausgerichteten Forderung eines fürsorglichen Ethos im Kontext des zeitgenössischen Kapitalismus öffnet sich der Blick für ein Verständnis menschlichen Tätigseins, das ökonomische und politische Verhältnisse kritisiert, aber ökonomistisches Denken hinter sich lässt. So Plonz. Vor diesem Hintergrund versucht sie nun, realpolitische Perspektiven und Visionen auszumachen. Plonz ist dabei sowohl eine neu formulierte Arbeitsontologie, die ihre Kritik beinhalten soll, als auch die diese hinterfragende Sicht einer Hannah Arendt in Vita Activa gleichermaßen recht. Hauptsache tun, Hauptsache Arbeit. Vergessen wird hierbei, dass ein Auseinandertreten von Politik, Ökonomie und Care selbst schon konstituierendes Moment des Wertabspaltungszusammenhanges ist und in diesem Zusammenhang, dass es auch so etwas wie einen fetischistischen Gesamtzusammenhang gibt, der, obwohl von diesen geschaffen, sich hinter dem Rücken der Menschen abspielt. In diesem Sinne werden Subjekte im praxisphilosophischen Kontext von Plonz einfach naiv gesetzt, als wäre Subjektsein und seine Konstituierung im Kontext eines kapitalistischen Patriarchats nicht schon immer in androzentrischer und eurozentrischer Weise miteinander verknüpft. Dies kommt wohl auch daher, dass sie in der Tradition der Aufklärung umstandslos Bürgerrechte zur Grundlage macht, ohne diese zu hinterfragen. Dabei ist ganz offensichtlich, dass feministische Care-Theoretikerinnen, und zwar fast alle, primär ethisch argumentieren, selbst wenn sie dies nicht ausweisen. Ja, man hat geradezu den Eindruck, als komme erst die Ethik bzw. Fürsorgeethik und dann die Analyse. Diese Ansätze tun vor allen Dingen eines. Sie ergehen sich in Beschwörungen. Dabei war gerade eine Beweihräucherung der Mutterschaft traditionell schon immer hochgradig moralisch besetzt. Statt einer durchgängigen Ethisierung des Sozialen und des Ökonomischen ginge es jedoch darum, Care-Perspektiven in den makrologischen Zusammenhang der Wertabspaltung als historisch-prozessualen Zusammenhang zu stellen. Objektive Strukturen finden bei Plonz hingegen eigentlich bloß Beachtung, wenn es um die subjektiv-kulturelle Dimension gesellschaftlicher Verhältnisse im Sinne von Kräften und Gegenkräften geht, wenn auch anders als bei Chorus. Im Gegensatz zu vielen anderen Feministinnen stellt Irene Dölling das Arbeitsparadigma prinzipiell in Frage. Ihren Ansatz will ich als dritten Ansatz besprechen. Es geht ihr um die Überwindung des Erwerbsarbeitsparadigmas und um die Notwendigkeit der Auflösung der Arbeiteridentität. Dementsprechend geht sie von der historischen Herausbildung von Arbeit im heutigen Sinne aus, entgegen ontologischen Auffassungen von Arbeit.
Dabei lieferte zunächst die protestantische Ethik die normative Grundlage der Arbeitsethik, wobei diese Ethik sich nach und nach von ihrem religiösen Hintergrund ablöste und in säkulärer Form weiter existierte. Dies gilt bis heute, so Dölling, selbst wenn ein unternehmerisches, selbst heute nicht entfremdete Arbeit für sich selbst in Anspruch nimmt und Kreativität, Selbstbestimmung und Ähnliches dabei hoch im Kurs stehen. Das Arbeitsparadigma, so Dölling, durchdringt alle Bereiche des gesellschaftlichen und individuellen Lebens. Und es sind eben nicht einfach nur die Verhältnisse, sondern es sind insbesondere auch seine Inkorporierung und seine alltägliche Anwendung in der praktischen Lebensführung, die seine Beständigkeit und Herrschaft sichern. Nach Dölling. So entscheidet es sich über das Arbeitsparadigma auch, wie Arbeiten bewertet werden und die Hierarchisierung von Arbeiten untereinander. Es ist laut Dölling die Basis der geschlechtshierarchischen Arbeitsteilung sowie der heterosexuellen Norm. Es ist so auch für die, also das Arbeitsparadigma, für die Minderbewertung der Reproduktionstätigkeiten verantwortlich. Ebenso entscheidet sich darüber, wer ein wertvoller Mensch oder ein Sozialschmarotzer ist. Nicht reflektiert wird bei Dölling, dass die Abspaltung das dialektische Gegenstück von abstrakter Arbeit und Mehrwertproduktion ist. Sie kann nicht einfach aus der Arbeit abgeleitet werden. Hieraus ergeben sich die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung und die heterosexuelle Norm sowie eine Konkurrenz- und Leistungsorientierung, die Schwächere benachteiligt bzw. ausschließt, die in der Wertabspaltungsvergesellschaftung nicht mithalten können. In der heutigen Debatte macht Dölling zwei Positionen aus. Eine Position zeichnet sich durch ein Fortschreiten der Dominanz des Ökonomischen, also dadurch aus, dass es primär Veränderungen in der Erwerbsarbeit sind, in denen transformatorische Potenziale gesehen werden, die dann auch Auswirkungen auf die Lebensführung haben. Zum anderen wird für eine Begrenzung des Arbeitsbegriffs plädiert, für einen Kampf um neue, nicht ökonomisch bestimmte Arbeit und entsprechende Fähigkeiten. Letztlich kommt Dölling so einfach auf ehrenamtliche Tätigkeiten, Commons-Ideologie und Ähnliches als Lösungsmöglichkeiten der Krise zu sprechen. Insofern soll der eigentliche Anspruch des Feminismus von außen wieder hereingeholt werden. Leben versus Arbeit alias entfremdete Vergesellschaftung. Und insofern sollte auf Nichtarbeit nach Dölling der Blick geworfen werden, also auf Tätigkeiten, die bisher noch nicht oder weniger stark in der Erwerbssphäre der ökonomischen Logik unterworfen sind und in denen Menschen wieder mehr Souveränität über das eigene Leben und die Bestimmung ihrer Lebensbedingungen entwickeln können, die an ihren Bedürfnissen und kollektiven Interessen orientiert sind. Dabei kalkuliert Dölling durchaus eine Zerfallsmöglichkeit des Kapitalismus ein. Sie schreibt, alle Symptome verweisen in ihrer Gesamtkonstellation darauf, dass bisherige Vergesellschaftungs-, Integrations- und Kontrollmodi, die für die organisierte wohlfahrtsstaatliche Moderne kennzeichnend waren, tendenziell veralten und dysfunktional werden. Vieles deutet darauf hin, dass die kapitalistische Moderne aktuell vor einer ähnlich grundlegenden Veränderung der Regulationsweise steht, wie sie Karl Polanyi in The Great Transformation für die Herausbildung der kapitalistischen Wirtschaftsweise beschrieben hat.
Offen ist allerdings, ob die zu findenden Lösungen für die aktuellen Widersprüche zu neuen veränderten Regulationsweisen führen, die im Rahmen des Kapitalismus bleiben, oder ob diese neue Phase der gesellschaftlichen Entwicklung zugleich eine Phase ist, in der sich der Beginn des Übergangs zu einer anderen Gesellschaft, also zur Transformation, über den Kapitalismus hinaus abzeichnet. Soweit Dölling. Die gesamten Ausführungen von Dölling kämen im Grunde auch ganz gut ohne Feminismus aus, ohne an Substanz zu verlieren. Bei ihr wird Care zwar nicht von vornherein ökonomisiert, wie in manch anderen feministischen Ansätzen, dafür aber Nichtarbeit von vornherein als transzendierendes Moment geschlechtsneutral veranschlagt. Dies gilt bei ihr für den Arbeitsmarkt insgesamt. Dölling ist so weit entfernt, relativen Mehrwert prozessierenden Widerspruch und Produktivkraftentwicklung für den von ihr diagnostizierten Verfall des Kapitalismus in Anschlag zu bringen und dies mit verschiedenen Ebenen einer Abspaltung des Weiblichen zu verbinden, geschweige denn die Wertabspaltung in einer Makrodimension als gesellschaftlichen Form, Zusammenhang zu thematisieren. Dabei könnte sich der Rekurs auf Nichtarbeit gerade vor dem Hintergrund gewissermaßen nicht essentialistischer Annahmen für Frauen als verhängnisvoll erweisen, indem nämlich deren Reproduktionstätigkeit in der Veradelung als ethisch hochstehend, siehe meine Ausführungen zu Plons, in den Dienst der Krisenverwaltung gestellt werden und sie sich gleichzeitig mit Gotteslohn zufrieden geben müssen. Dies kann bei Dölling nun aber nicht mehr in der realen Vergeschlechtlichung thematisiert werden. Obwohl sie den Zusammenhang zwischen der Erosion unter anderem von Institutionen, von Familie und Erwerbsarbeit erkennt, kommt sie genauso wenig wie Plons und Chorus zur Zeitdiagnose einer Verwilderung des Patriarchats mit den entsprechenden Konsequenzen für die realen Lebensverhältnisse im Kontext der Wertabspaltungsvergesellschaftung heute. Ich komme nun zum vierten und letzten Konzept, und zwar zu dem von Kurt Scherf. Der Ausgangspunkt von Kurt Scherf in dem Aufsatz The Great Transformation, Ausstieg aus dem Kapitalismus, ist wie bei Dölling explizit die Diagnose eines Verfalls des Kapitalismus. Sie fragt sich, ob die Fokussierung feministischer Kritik auf den Kapitalismus nicht einer phantasmatischen Fortwirkung der Vergangenheit aufsitzt, statt sich den Herausforderungen der Zukunft zu stellen. Ihrer Meinung nach müsste sich feministische Kritik daher vielmehr den im Verfall der kapitalistischen Wirtschaftsweise aufscheinenden Alternativen zuwenden. Sie kritisiert, dass im linken und feministischen Diskurs häufig bloß die ökologischen Schranken verhandelt werden, aber eben nicht die ökonomischen. Sie bringt dabei durchaus den Begriff innere Schranken ins Spiel. Zitat: Die Problemkonstellationen einer kapitalistischen Wirtschaftsweise liegen in den inneren Konstruktionsprinzipien, die ihr zunächst zu einer ungeheuren Dynamik verhelfen, der sie dann aber innere Schranken setzen. Ihre grundsätzlichen Überlegungen sind folgende: Die politische Ökonomie basiert in kapitalistischen Gesellschaften, das heißt unabhängig von ihrer stofflich-inhaltlichen Gestalt, auf einem starken Moment der Virtualität, das sich auch in ihren produktiven Sektoren, etwa in der Dominanz des Tauschwerts gegenüber dem Gebrauchswert bzw. Brauchwert, in der ebenfalls indirekten Vermittlung von Preis und Wert und in dem Status von Geld als dem letztlich einzigen Wertmaßstab einer kapitalistischen Ökonomie manifestiert.
Die kapitalistische Wirtschaftsweise ist nicht in erster Linie auf die Befriedigung von Bedürfnissen ausgerichtet, sondern auf deren Instrumentalisierung für ihren eigentlichen Zweck, die Verwertung. Die Verwertung, Akkumulation und private Aneignung von Kapital. Individuelle Bedürfnisse und gesellschaftliche Bedarfe interessieren die kapitalistische Ökonomie nur in Form kaufkräftiger Nachfrage. Dies macht die kapitalistische Ökonomie systemimmanent krisenanfällig. Allerdings basiert dieser Widerspruch auf einem anderen, nämlich den zwischen marktwirtschaftlich regulierten Verwertungs- und einer privaten Versorgungsökonomie. Dabei werden sowohl konkrete Bedürfnisse zur Reproduktion als auch die um sich rankenden Reproduktionstätigkeiten, vor allem von Frauen verrichtet, abgespalten. Sie sind Nebensache und werden aus der Sicht traditioneller Marxismen als über die abstrakte Arbeit geleistet betrachtet. Dabei soll nach Kurz Scherf über Rationalisierung und Technik wiederum eine Produktivkraftsteigerung erreicht werden, die auf die Grenzen des Wachstums stößt. Für Kurz Scherf ist nicht davon auszugehen, dass die wirkliche Ökonomie den Tsunami des Bankrotts, der Spekulationsökonomie und dessen Konsequenzen in den Haushalten in einigen Mitgliedstaaten der EU überstehen muss, um sich dann wieder gestützt auf den weiteren Fortgang der technologischen Entwicklung und auf ständiges Wirtschaftswachstum in den bewährten Bahnen auf den Weg zur Vollbeschäftigung und zur Gleichberechtigung zu machen. Dabei sieht sie auch Grenzen der Technik. Diese erzeuge Arbeitslosigkeit, die wiederum die Massenkaufkraft verringert. Schließlich stellt sie auch Grenzen fest, was die professionelle Erledigung von Tätigkeiten in der Kultur-, Wissens-, Gesundheits- und Care-Industrie angeht. Care-Arbeiten, die traditionell von Frauen verrichtet werden, können eben nicht Rationalisierungskriterien unterworfen werden, da sie eine andere Logik besitzen als Tätigkeiten im Erwerbsbereich. Einen wichtigen Grund für die hier skizzierte Gesamtentwicklung sieht Kurz Scherf unter anderem auch in männlichen Größenfantasien. Sie sieht es nun vor allem als notwendig an, sich ob der apokalyptischen Risiken möglichen praktischen Alternativen der Organisation zuzuwenden, ohne jedoch auf das Konzept staatlicher Eingriffe oder kleinteiliger Konzepte wie etwa der solidarischen Ökonomie, also auf solche Konzepte hereinzufallen. Dabei sieht sie die Gefahr, dass die sogenannte Frauenfrage wieder einmal zum Nebenwiderspruch verkommt. Sie möchte, dass sich auch innerhalb des akademischen Feminismus wieder ein vernachlässigter feministischer Eigensinn geltend macht mit dem Ziel, gute Arbeit und gutes Leben für alle. In diesem Sinne plädiert sie aus feministischer Warte dafür, dass Kapitalismuskritik erweitert und vertieft, aber gleichzeitig auch relativiert werden muss. In diesem Zusammenhang kritisiert sie auch androzentrische Perspektiven, die die Reproduktion auf den Gesichtspunkt der Herstellung der Arbeitskraft reduzieren. Bei Kurz Scherf fällt nun auf, dass sie zwar auf feministischen Eigensinn pocht, ja, Verzeihung, aber wir müssen. Müssen, ja, gut. Danke, vielen Dank. Ja. Vielen Dank.